Liebe Tag X zu sehr. Diese Episode, die jetzt folgt, ist eine Episode, von der ich gehofft habe, sie niemals machen zu müssen. Aber wir haben diesen Punkt erreicht. Heute, am Freitag, den 13. März 2020, haben wir den SHTF-Status erreicht. In den letzten 24 Stunden ist die Lage eskaliert und die nächsten Schritte, die wir jetzt unternehmen, sind von entscheidender Wichtigkeit. Wir starten jetzt gleich rein in das wohl wichtigste Video auf diesem Kanal. In den letzten 24 Stunden hat sich das Epizentrum der Corona-Infektion auf Europa verlagert. Abgesehen von China haben wir die meisten Neuinfektionen und die stärkste Corona-Lage weltweit. Regierungen haben angefangen, Notfallpläne zu etablieren, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie in so schneller Zeit kommen werden. Wir haben jetzt einen Punkt erreicht, an dem es sehr, sehr ungemütlich werden kann. Das Robert-Koch-Institut hat die Zahl der Neuinfektionen, die sie vor 24 Stunden noch auf 10% geschätzt haben, auf 50% hochkorrigiert wegen einem Zahlenfehler. Das heißt, wir haben in den letzten 24 Stunden 50% mehr Corona-Fälle als zuvor. Die österreichische Regierung hat ein drastisches Paket verabschiedet. Ab Montag bleiben alle Geschäfte bis auf Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Tankstellen geschlossen. Das öffentliche Leben in Österreich kommt ab Montag zum Erliegen. Veranstaltungen, wussten wir schon, sind abgesagt. Großveranstaltungen sind abgesagt, das war alles klar. Aber es geht noch weiter. In den meisten Schulen in Deutschland und Österreich und auch in Europa fällt ab Montag der Unterricht aus. Das bedeutet, dass viele Eltern, viele Kinder zu Hause bleiben werden, was einen dramatischen Einschlag auf die Wirtschaft haben wird, womit wir noch gar nicht wissen, wie es sich ausspielen wird. Wir haben noch keine Ahnung, wie das in den nächsten Tagen ablaufen wird. Jetzt ist es wichtig, dass wir etwas tun und dass wir unseren klaren Gedanken fassen. Wir sind an einem Punkt, an dem wir reagieren müssen und unsere Notfallpläne aktivieren müssen. Ganz, ganz wichtig, und hört mir jetzt genau zu: Vermeidet, wenn möglich, alle sozialen Kontakte. Das kommt nicht nur von mir, das kommt auch von der Kanzlerin persönlich, das hat sie in ihrer Ansprache gegeben. Es ist absolut wichtig, dass wir jetzt dieses Virus an seiner Ausbreitung so weit wie möglich hindern können, indem wir uns keinem unnötigen Risiko aussetzen. Nochmal, wir sind an einem Punkt, an dem es sehr ungemütlich wird. Rund um Deutschland herum, nach Frankreich, nach Tschechien, nach Polen werden die Grenzen dicht gemacht. Das heißt, ab einem gewissen Punkt, in Tschechien ist es, glaube ich, 0 Uhr heute Nacht, dürfen bis auf Ausnahmen keine Menschen mehr ein- oder ausreisen. In Polen dürfen sogar Polen nicht mehr einreisen. Es werden Grenzen nach Dänemark dicht gemacht und es werden wahrscheinlich Grenzen in die Niederlande dicht gemacht. Wir sind an einem Punkt, an dem wir jetzt auf uns selber schauen müssen, aber gleichzeitig auch um unsere Mitmenschen kümmern müssen, soweit wir können. Das Besuchsrecht in Altenheimen wurde ausgesetzt. Man darf seine älteren Verwandten nicht mehr besuchen. Aus Schutz heraus, aus dem Schutzgedanken heraus, da diese für dieses Virus sehr anfällig sind. Ich empfehle hier an dieser Stelle nochmal jedem von euch: Wer nicht muss, soll nicht vor die Tür gehen. Wer nicht muss, soll keine sozialen Kontakte pflegen. Wer nicht muss, aus beruflichen Gründen, sollte sich zu Hause gemütlich machen, entspannen, versuchen zu entspannen, die Lage beobachten und genau überlegen, was mache ich, was für einem Risiko setze ich mich aus.
dieses Virus hat einen Punkt erreicht, den keiner von uns mehr ignorieren kann. Den keiner von uns mehr kleinreden darf. Und es ist an dieser Stelle völlig egal, wo dieses Virus herkommt. Es ist völlig egal, wer dieses Virus eventuell entwickelt haben könnte, ausgesetzt haben könnte, was auch immer. Ob das von der Natur kommt, ob das ein Angriff ist. Es ist an dieser Stelle hinfällig. Und ich sehe es immer wieder in den Kommentaren, dass Gründe für dieses Virus genannt werden. Dies ist an dieser Stelle null und nichtig. An dieser Stelle hilft nur noch der Gedanke in die Zukunft und nicht mehr in die Vergangenheit. Wir müssen uns darauf konzentrieren, unsere Gesundheit zu schützen und selbst zu schützen. Das ist der Punkt, auf den wir seit Anbeginn dieses Kanals hinarbeiten. Das ist der Punkt, auf den wir alle hinarbeiten. Wir haben jetzt einen Fall, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er so schnell eintritt. Ich habe gehofft, dass dieser Fall nie eintreten wird. Aber jetzt, wo er da ist, dürfen wir ihn nicht an die Seite legen. Wir müssen ihn erkennen und wir müssen ihn behandeln, wir müssen damit arbeiten. Die Infektionen werden in den nächsten Monaten schlimmer. Es wird schlimmer. Das hier ist erst der Anfang. Es wird auch, wenn es wärmer wird, schlimmer. Wir wissen noch nicht, wie dieses Virus sich verhält in warmen Gefilden. Wir wissen noch nicht, wie stark es mutiert ist. Es gibt noch kein Heilmittel. Kein Heilmittel, nochmal. Und auch wenn es an vielen Punkten und von vielen Ecken und Quellen Aussagen gibt, dieses und jenes könnte helfen. Es hilft nicht. Diese Schutzmasken, die es in den Supermärkten gegeben hat oder in anderen Ecken gegeben hat, helfen nicht. Das Einzige, was hilft, ist Hygiene, ist Waschen, ist Händewaschen und Desinfizieren mit Desinfektionsmittel, wo Viruzid drin ist. Dieses Virus ist stabiler als alle anderen davor und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr darauf achtet, nicht mit Händen ins Gesicht fahren, nicht mit Händen an die Schleimhäute fahren. Es wird über Tröpfcheninfektionen übertragen. Das bedeutet, sofern ihr mindestens einen Meter Abstand von euren Mitmenschen haltet, euch nicht anhusten lasst, seid ihr relativ sicher. Passt aber dennoch auf, wenn ihr etwas anfasst. Wascht euch die Hände, wenn ihr vom Büro-WC kommt. Passt auf die Menschen in eurer Umgebung auf. Beobachtet eure Umgebung. Es geht hier nicht darum, dass ihr jetzt in Panik verfallen sollt. Es geht darum, dass ihr das, was ihr in eurem Kopf vorbereitet habt, jetzt in die Tat umsetzt. Notfallpläne, Vorsorgemaßnahmen. Alles, um das sich dieser Kanal dreht. Jetzt ist der Punkt zu handeln und zu überlegen, was mache ich als nächstes. Wir werden diese Lage natürlich weiter beobachten. Wir werden beobachten, wie sich das mit den Grenzschließungen verhält. Wir werden beobachten, wie das in Österreich und unseren Nachbarländern ausspielt. Ich habe auch Kontakte in Wien, die mich immer wieder mit Informationen versorgen, wie denn da die Lage ist. Also auch aus erster Hand und nicht nur über die Medien. Dort ist es auch bereits so, dass in vielen Supermärkten einfach alles ausverkauft ist, weil die Menschen anfangen, Hamsterkäufe zu machen. Ein guter Prepper, ein guter Vorbereiter, Prepper ist immer so ein negativ assoziiertes Wort, ein guter Vorbereiter hat bereits Vorräte zu Hause und braucht keine Hamsterkäufe machen. Das, was wir sehen, sind Menschen, die von Tag zu Tag leben und sich einfach nicht mit dem Gedanken beschäftigt haben, vorzubereiten. Aber das ist nicht Ziel dieses Kanals. Ziel dieses Kanals ist es, euch darauf vorzubereiten, dass ihr das nicht machen müsst. Wenn ihr allerdings noch nicht genug zu Hause habt, kauft immer wieder ein bisschen mehr ein, solange es noch geht. Wir haben noch keine Ahnung, wie der Markt sich verhalten wird, wie die Börse sich verhalten wird. Sie ist momentan im Sturzflug. Diese ganze Krise kann, auch nachdem diese Krise vorbei ist, nachdem das Virus abgeklungen ist, noch
sehr weitreichende wirtschaftliche Folgen haben, könnte uns in eine neue Rezession stürzen und könnte massive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Das heißt, haltet euch, bereitet euch darauf vor, im Kopf zumindest, überlegt eure Schritte und macht jetzt das, was ihr vorbereitet habt. Bleibt am Ball, beobachtet die Umgebung, beobachtet die Lage, bleibt auf diesem Kanal, speichert ihn direkt in die Bookmarks ein. Wir werden jetzt in kürzeren Abständen Videos zur Lage senden, damit ihr auch weiter informiert seid. Und dann werden wir diese Krise alle gemeinsam überstehen. Denn nur gemeinsam können wir das hier überstehen. Nochmal gesagt, vermeidet wenn möglich soziale Kontakte, auch wenn das schwer ist. Vermeidet wenn möglich das Weggehen, das Fortgehen, das Feiern, auch wenn das schwer ist. Lieber jetzt darauf verzichten, als daran beteiligt zu sein, diese Lage noch zu verschlimmern. Ja, das ist eine sehr emotionale Sendung jetzt auch für mich gewesen. Und wir hoffen, dass ihr soweit alle sicher seid da draußen. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich jederzeit in die Kommentare schmeißen. Bleibt allerdings wie immer fair da unten und fangt nicht irgendeinen Kommentarkrieg an mit wer dieses Virus was wo hier erzeugt hat oder so. Das hat überhaupt keinen Sinn mehr. Das hat nie einen Sinn gehabt. Es geht jetzt nur noch darum, dass wir uns schützen und dass wir uns so sicher wie möglich durch diese Krise lenken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt so lange sicher da draußen. Bis dahin. Tag X meldet sich jetzt wieder ab.